Alarmglocken, ja. Ich glaube, der Kontakt mit Kunst, ästhetische Erfahrungen sind absolut durch nichts zu ersetzen. Ich glaube, die Musik geht gerade hier in dieser Corona-Zeit kräftig unter. Es ist der 17. März 2020. Wegen Corona werden alle Schulen geschlossen. Der Fokus liegt erstmal auf den Kernfächern wie Mathe und Deutsch. Der Musikunterricht ist komplett verboten und auch als er wieder erlaubt ist, gibt es viele Einschränkungen, wie zum Beispiel das Singen ist verboten und auch das Spielen von Blasinstrumenten. Deshalb protestieren viele Lehrerinnen und Schülerinnen auf der Straße. Es war die Schülergemeinschaft nicht mehr da. Es waren alles das, was das Sozialwesen auch an der Schule ausmacht, hat ja nicht mehr stattgefunden. Jetzt sind die Schulen wieder geschlossen. Hier überall in den Häusern und Wohnungen hinter mir findet jetzt der Unterricht statt. Und die Schulen sind leer. Die MusiklehrerInnen sind verzweifelt. Sie suchen nach Lösungen, damit die Praxis nicht komplett verloren geht. Als ich mit Maske habe singen lassen, gab es Beschwerden. Man kann natürlich Rhythmicals machen, das mache ich auch alles, aber es ist ein echtes Problem und ich mache mir deshalb um den Musikunterricht an sich Sorgen. Grundschullehrerin Melanie Siegel erzählt mir, dass es ihr ab und zu hilft, digitale Angebote vom WDR zu benutzen, beispielsweise den Dackel im Klassenzimmer. Ich mache mich mal auf die Suche, was es noch so an digitalen Angeboten zu finden gibt. Dabei stoße ich auf einige Angebote vom BR. Und auch der SWR ist dabei, Angebote für Schulen zu entwickeln. Am besten aufgestellt von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist aber eindeutig der WDR mit einem riesigen Angebot von Dackel im Klassenzimmer über Mauskonzerte bis hin zur WDR-Klangkiste. Ich frage mal beim WDR nach, warum es für Sie so wichtig ist, diese digitalen Angebote für Schulen bereitzustellen. Zum einen wollen wir natürlich weiterhin, dass Kinder, Jugendliche die Chance haben, quasi am Musikleben des WDR teilzunehmen. Und zum anderen ist es tatsächlich so, dass wir das als unseren Auftrag auch sehen. Aber nicht nur öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten kümmern sich um den Musikunterricht in Schulen. Es gibt auch private Anbieter. Zum Beispiel die Junge Oper im Nord von Stuttgart. Die bieten zum Beispiel digitale Live-Führungen durch ihr Opernhaus an. Beim WDR schießen die Klickzahlen aktuell nach oben. Bei der Jungen Oper sieht das etwas anders aus. Aber je länger die Situation andauert, desto mehr erhoffe ich mir, dass sich mehr Lehrerinnen und Lehrer finden werden, die sich das zutrauen, die darauf Lust haben, die das gerne ausprobieren möchten. Das ist vermutlich die entscheidende Frage. Wie kommt das Ganze bei den LehrerInnen an? Sind die offen dafür? Wir können aus den stichprobenartigen Rückmeldungen schon schließen, dass die Musiklehrenden insgesamt den digitalen Technologien positiv gegenüberstehen. Und was ist mit den Kindern? Also die Kinder finden alles, was auch nur irgendwie in filmischer Form flimmert, finden sie super. Das ist was anderes natürlich und es ist auch nicht so, dass man sich das für alle Zeiten wünscht, dass das die einzige verfügbare Methode bleibt. Das hier ist die Schule im Lustgarten, die Grundschule in Karlsruhe-Hohenwettersbach. Hier unterrichtet Melanie Siegel und hier gibt es leider kein gut funktionierendes WLAN. Also keine guten Voraussetzungen für solche digitalen Angebote. Außerdem fehlt es auch oft an den Gerätschaften dafür. Wir hatten jetzt eine kleine Versorgung an Rechnern, um vielleicht auch mal die Kinder selber dran arbeiten zu lassen. Diese kleine Versorgung gibt es jetzt aber mehr oder weniger nicht mehr, weil ich die anderen an die Familien verteilt habe, die eben keine Endgeräte zu Hause haben für den Fall einer plötzlichen Quarantäne. Melanie Siegel hat oft auch gar keine Zeit und Kraft, die neuen Ideen umzusetzen. Das große Problem ist, da wir alle so eingebunden sind, glaubt ja niemand und hört auch niemand und will auch niemand sehen. Aber ich bin einfach nur platt und diese Corona-Zeit strengt echt an und zwar alle. Und die Politik macht es ihr gerade auch nicht einfacher. Wenn man auch sieht, wie wenig wertgeschätzt gerade unsere Lehrerarbeit wird, auch von Seiten unserer Kultusministerin. Die Anstrengungen, die wir jetzt uns auch gemacht haben, werden ganz oft dann irgendwie mit einem Fuß getreten, weil es irgendwas gibt, was dagegen spricht. Für Melanie Siegel sind diese Angebote dennoch eine Chance für diese Zeit. Aber das sehen nicht alle Lehrer so. Das hier meint Gymnasiallehrer Klaus Köhler dazu. Ich sehe den digitalen Hype, den wir im Moment haben, also für mich nicht
Ganz im Gegenteil, ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Schüler ganz froh sind, wenn ab und zu noch ein Stück Kreide in die Hand genommen wird und auch mal irgendwas an die Tafel geschrieben wird. Auch seitens der Jungen Oper und des Bundesverbands Musikunterricht ist es ganz wichtig, dass die Bedeutung der Praxis nicht vergessen wird. Zur musikalischen Bildung gehört aus meiner Sicht auch eine bestimmte Regelmäßigkeit und es gehört ein bestimmter Bezug zur Praxis. Wo man aufpassen muss, dass digitale Technologien nicht unmusikalisch werden. Also die digitalen Technologien sind genauso wenig musikalisch oder unmusikalisch wie eine Geige oder wie eine Querflöte, sondern das Musikalische entsteht dadurch durch die Interaktion mit dem Menschen und da muss man eben auch drauf aufpassen, was damit passiert. Da steht auch die Frage im Raum, ob die digitalen Angebote drohen, den klassischen Musikunterricht zu ersetzen. Anbieter und LehrerInnen sind sich aber einig, das würde weit über das Ziel hinausschießen. Also was anbieten ist gut, aber wir können natürlich nicht den ganzen Musikunterricht übernehmen. Das ist ja auch, also das finde ich auch, das ist nicht unsere Aufgabe, sondern ich sehe mich eher als, wir bieten noch was Extras an. Ich weiß es noch selbst aus der Schule, man ist eigentlich dann von dem Thema angetan, wenn auch der Lehrer eines begeistert rüberbringt. Die Lehrperson an sich kann man nicht ersetzen. Auch das Miteinander in der Klasse kann man nicht ersetzen. Diesen Anspruch haben wir auch nicht, den wollen wir niemals haben. Das wäre also geklärt, aber was ist dann die Lösung für den zukünftigen Musikunterricht? Also die Lösung ist sicher ein abwechslungsreicher und facettenreicher Musikunterricht in Schulen, der sehr unterschiedliche Optionen nutzen kann, über die physische Präsenz hinaus, über Online-Formate, über digitale Angebote der Medienanstalten und anderer seriöser Anbieter. Die digitale Entwicklung an Schulen hat durch Corona einen riesigen Schub bekommen. Aber am Ende ist sie noch lange nicht. Wo könnte es dann in Zukunft noch hingehen mit den digitalen Angeboten? Also ich finde grundsätzlich, dass man auch im Digitalen einen direkten, interaktiven Kontakt miteinander hat. Melanie Siegel wünscht sich mehr Apps zum Fach Musik. Also tatsächlich, so wie es in Mathe eben Blitzrechenaufgaben gibt oder in Deutsch Rechtschreibübungen. Ich hoffe, dass es davon bald noch mehr geben wird und ich einfach auch noch mehr Ideen habe, woher ich mir das holen kann und nutzen kann. Die digitalen Angebote können den klassischen Musikunterricht nicht ersetzen, aber sie sind eine Chance, ihn in Zeiten wie diesen zu verbessern. Statt dem Singen oder gemeinsam Musizieren digitale Angebote zu nutzen, geht nicht genauso gut. Aber es geht.